Golden. Und wer ist das? Augen im Dunkeln. Und damit willkommen zurück zu einem neuen Part. Gott bei Deponia mit dem Zwangfürst. Bitte, verhalte dich ganz still, ja? Wir müssen immerhin davon ausgehen, dass wir von menschenfressenden Monstern umzingelt sind. Ach, nicht doch! Psst! Ja, im letzten Part haben wir Golden Baby-Gold verwandelt und sind zu drei Rufusse geworden. Oh. Hast du Probleme, Boso-Schatz? Nein, danke, Frau Moog. Lass den Jungen in Ruhe sein Geschäft machen, Frau. Ich dachte, er braucht Hilfe. Ich schaff das schon. Es ist nur... Du hast Angst, nicht wahr? Ja, ach... Vorm Pupu machen? Vorm Weltuntergang, du Dummkopf. Nein, nein, es ist nur... Ach, egal. Stopp, mach keinen Scheiß. Juhuhu, damit hast du nicht gerechnet, was? Ja, ich bin immer für eine Überraschung. Gut. Hey! Ah, lecker. Für mich war das auch nicht gerade angenehm. Sowas. Einer der Rufus ist gerade aus der Toilette gekrochen. Ah, okay, ja. Dann reden wir mal hier mit den Mooks, oder? Die Mooks. Darf ich kurz stören? Ui, guck mal, Mook. Da ist Baby Boso. Unsinn, Frau. Das ist nicht Baby Boso, sondern ein verirrter Landstreicher. Ach ja? Und wie komme ich dann auf Baby Boso? Weil du alt und senil bist. Verzeihung, ich möchte ja ungern... Ich bin kein Landstreicher. Siehst du, Mook? Ich sagte doch, das ist kein Landstreicher. Na und? Du sagtest damals auch, das ist keine Wundbrandentzündung. Und dabei hätten wir das Bein noch retten können. Der arme Tim. Timmy. Nein, nicht Timmy. Was treibt ihr denn hier mitten im Kriegsgebiet? Wisst ihr denn gar nicht, was hier los ist? Redest du immer noch mit dem Landstreicher, Frau? Ich rede mit wem ich will. Was will er denn? Er will wissen, was hier los ist. Na dann sag ihm, dass hier rein gar nichts mehr los ist. Zumindest nicht seit der Organon sich zurückgezogen hat. Das kannst du ihm auch selber sagen. Ich bin doch nicht dein Beppo. Ich bin doch nicht der Beppo. Ist das da drüben etwa das Haus der Bosos? Was heißt denn hier trostlos? Es hat vielleicht hier und da ein paar Granatenschäden, aber es ist immer noch unser Zuhause. Nicht doch, Mook. Er meinte doch die Bosos. Na, dann ist er hier falsch. Die wohnen nebenan. Ja, von dem Haus ist nicht mehr viel übrig geblieben. Ein paar Granatenschäden. Ja, das sieht... Ja, toll. Wisst ihr, was mit Boso los ist? Ach, du bist ein Freund von Boso? Unsinn, Frau. Boso freundet sich doch nicht mit irgendwelchen Landstreichern an. Im Gegensatz zu dir hat er nämlich noch einen restlichen Funken Grips. Auch wenn er sich momentan nicht so benimmt. Er ist deprimiert, Mook. Natürlich ist er das. Er hat keinen Job, keine Freundin, die Welt geht unter. Er hat eine Freundin. Ihr Name ist Bambina und sie wohnt auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Wenn sie ihm auch so häufig widerspricht, verstehe ich langsam, warum er wieder zu Hause eingezogen ist. Aber Bose befreundet sich doch mit einem schreienden Landstreicher. Nämlich mit Rufus. Ich suche das Lager des Widerstands. Sag ihm, wir kaufen nichts. Der junge Mann sucht etwas, Mook. Und da fragt er ausgerechnet dich? Du verbummelst doch immer alles. Wenigstens hab ich noch meine Manieren. Wenn du wirklich Manieren hättest, würdest du dich um deinen Gast kümmern. Den Landstreicher, den hätte ich fast vergessen. Sag ihm, dass er, wenn er schon betteln muss, sein Glück lieber beim Widerstand probieren sollte. Das Lager ist ja nur die Treppe runter und dann einmal quer über den Platz. Dort wissen sie wenigstens, wie man Ordnung hält. Aha, ein sehr schönes altes Ehepaar. Ja.
Versteht ihr überhaupt, was ich sage? 5, oder? Unsinn, Frau! Es sind mindestens 7. Ach, du hast doch keine Ahnung. Du weißt ja nicht mal, worum es geht. Warum fragst du dann nicht deinen Freund, den Landstreicher? Er scheint ja auf alles eine Antwort zu haben. Ach, Quatsch. Der redet doch gar nicht. Na, weil du einen eben nie zu Wort kommen lässt. Ciao. Er will schon wieder etwas sagen. Versteht ihr überhaupt, was ich sage? Ach, das sagen wir, glaube ich, schon. Unsinn, Frau. Es sind Ach, du hast, du weißt ja nicht. Warum frag ich? Er scheint ja. Na, weil du ein Schau. Na dann. Ach, vergesst es einfach. Das wird ja selbst mir zu blöd. Ich gehe. Ich glaube, du hattest recht, Moog. Das war doch ein Landstreicher. Sag ich doch, Frau. Aber du hörst ja nie auf mich. Ach ja, alte Ehepaare. Immer wieder schön. Rosos Nachbarschaft ist ganz schön heruntergekommen. Der Teil, der noch steht, ist total morsch und porös. Und der Teil, der sitzt, ist hinter der Zeitung schwer zu erkennen. Aha, hier haben wir eine Wäschespinne. Die Stadt liegt in Trümmern, die Welt geht unter. Egal, solange die Wäsche trocken wird. Ich habe einen Feuerwehranzug. Ich wäre ein toller Feuerwehrmann. Epische Wasserschlachten. Brandschatzmaßnahmen und Menschen in Not vom Baum aus mit Katzen bewerfen. Ach ja. Ui. Ninja-Anzug. Dieses Ensemble würde mich garantiert hervorragend kleiden. Und solange niemand Wichtiges zuguckt? Es brennt, es brennt. Oh, ich komme. Tatü, tata. Ui, guck mal, Moog. Das ist so putzig. Baby Boso spielt mit der Feuerwehruniform von seinem Cousin David. Unsinn, Frau. Das ist nicht Baby Boso, sondern ein verirrter Landstreicher. Oh, du hast recht. Ach, ich wusste, es war ein Fehler, den Optiker beim Bingo zu beschummeln. Oh je. Diese Dialoge. Schlimm, schlimm. Haben wir hier noch was? Die Mooks. Horizont. Die Aufstiegsstation ist das. Das ist die obere Aufstiegsstation. Irgendwo da oben wartet das letzte Hochboot nach Elysium. Na, dann gehen wir mal hier hinein. Oh, was ist denn hier los? Oh, guck mal, Opa. Wir haben Besuch. Dann ziehe ich mir wohl besser meine Hose an, was? Ja, das ist lustig. Bist du ein Freund von Boso? So ein Unsinn. Boso hat keine Freunde. Ich meine doch diesen begabten Bastler, von dem er erzählt hat. Ja, das bin ich. Rufus der Erste. Wo ist denn der alte Pirat? Pirat? Böse Pfeife? Pfeife. Genial. Boso liegt oben in seinem Bett. Und heult wie ein kleines Mädchen. Apropos heulen. Kann mich vielleicht jemand hier rausheulen? Oh Gott. Ich glaube, ich bin im falschen Film. In der falschen Sitcom. Oh wei, ein Briefträger. Er steckt fest. Bestimmt liegt das an den vielen Steckbriefen in seiner Tasche. War wahrscheinlich zu intellektuell. Ich stecke fest. Ist das nicht ulkig? Was treibst du da eigentlich? Ach, nur ein bisschen abhängen. Ist schon wieder Faschingsnacht oder was? Du wolltest doch nicht etwa durchs Fenster einsteigen. Was unterstellst du mir denn da? Das ist eine bodenlose Unverschämtheit. Schnarch.
Du brauchst es gar nicht zu leugnen. Du wolltest durch das Fenster einsteigen und dann ist der Boden weggebrochen. Das ist eine haltlose Behauptung. Ach du Schreck. Ich stecke fest. Ist das nicht ulkig? Ja gut, Babybosu. Adugadugu. Filmreif. Was zum... verdächtig. Adugadugu. Filmreif. Oscar-verdächtig. Ja, definitiv nicht. Ist seinem Bruder wie aus dem Gesicht geschnitten. Ist er auch mit einer Schafschere. Meine Fresse. Man sagt, dass die Nase im Alter immer weiter wächst, wie Grohl wohl später mal aussieht. Und du bist wirklich Bosos Opa? Das frage ich mich schon seit Jahren. Aber mein Arzt weigert sich, einen Großvaterschaftstest durchzuführen. Schnarch. Ich hätte da ein paar Fragen zu Boso. Die habe ich auch. Aber manchmal ist die naheliegendste Erklärung auch die beste. Oma Boso hätte während der Schwangerschaft einfach nicht so viel rauchen dürfen. Hör mal, Junge, wenn du zum Tratschen gekommen bist, wende dich an Mama Boso. Ich schaue nämlich gerade der Nachbarin von gegenüber beim Baden zu. Da ist doch nur eine Tierhandlung. Das erklärt wohl, wie sie diesen Ball so lange auf der Nasenspitze jonglieren konnte und woher die Fontäne kam. Verdammter grauer Star! Ha. Hör mal, Junge, wenn du zum Tratschen gekommen bist, wende dich an Mama Boso. Okay. Hallo, Mama Boso. Das ist also Bosos Mama. Er hat ihre Augen geerbt. Und ihre Oberweite. Oh. Applaus für Rufus. Das war auch witzig. Das war ein sehr aufgeschlossenes Publikum. Und du bist dann wohl Bosos Mutter, richtig? Rate nochmal. Die Tante? Die böse Stiefmutter. Eine Einbrecherin. Die Bewährungshelferin? Nein. Die Oma, die Vorkosterin. Die Schwester? Eine Mischung aus alledem. Warte, was war das Vorletzte? Die Schwester. Rufus, du Charmeur. Hä? Wieso? Ich bin natürlich die Mutter. Was? Aber... Aber du kannst mich gerne Mama nennen. Wie in Komm zu Mama. Auf gar keinen Fall. Was stimmt denn nicht mit Boso? Ach, Rufus, ich bin mit meinem Latein am Ende. Seit er zurück ist, ist er wie ausgewechselt. Der Junge isst nicht, spricht nicht. Und nicht einmal seine geliebten Fifi-Funkelfee-Datasetten muntern ihn auf. Fifi-Funkelfee. Ich mache Boso wieder gesund. Du bist so ein guter Junge. Ich wünschte, ich hätte einen Sohn wie dich. Dammer Boso. Ich mache Boso wieder... Du bist... Ich mache es aber schon. Ich mache Boso wieder... Du bist... Ich wünschte... Es klingt fast musikalisch. Weißt du zufällig den Weg zum geheimen Rebellenlager? Aber natürlich. Du musst einfach unten an der Straße quer über den Platz und dann immer geradeaus. Ich backe manchmal Kuchen für die jungen Soldaten. Und dann legt sie damit eine Spur vom Lagertor bis zu unserem Haus. Oh wei, wo sind wir hier hineingeraten? Kannst du mir etwas über Boso erzählen? Natürlich. Was möchtest du wissen? Vorsicht, Rufus. Du öffnest die Büchse der Pandora. Was für eine Büchse? Ach, nimm ihn nicht so ernst.
Er meint den Dia-Projektor von Bosos Tante. Versteck dich! Ich wusste gar nicht, dass Boso aus Porta Fisco stammt. Hat er dir denn gar nichts erzählt? Keine Ahnung. Es ist so unglaublich ermüdend, ihm zuzuhören. Das kommt daher, dass seine Fettbacken auf den Kiefer drücken. Hat er denn seine Zahnspange gar nicht mehr? Ich werde ihn daran erinnern. Stündlich, wenn's sein muss. Ich wusste gar nicht, dass Boso einen kleinen Bruder hat. Er ist ihm ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Ist er auch mit einer Schafschere? Tja, alle Menschen in Bosos verfügen über ein außergewöhnlich dichtes Haar. Sobald ich mit dem Stillen anfange, sprießt es wie verrückt. Vielleicht sollten Sie Ihre Muttermilch als... Moment mal. Was ist noch gleich die geheime Zutat deines Spezialschampons? Das ist ein Geheimnis. Ich wusste gar nicht, dass Boso so eine klasse Mutter hat. Aber Rufus, du Charmeur, du weißt, wie man eine einsame Frau aufmuntert. Das ist doch hier die schlechteste Sitcom seit... Two and a Half Men, das ist doch hier... Ach. Wo ist Bosos Vater? An der Front verschwunden. Ich bin ganz krank vor Sorge. Zum Glück hatte ich Unterstützung von Freunden, die mich auf andere Gedanken gebracht haben. Welche Freunde meinst du genau? Den Milchmann, den Klempner oder den Postboten? Tja, wie heißt es so schön? Gute Freunde lässt man nicht hängen. Ich würde gerade sagen, der Postbote hört mit. Wusstest du, dass Boso eine Freundin hat? Wirklich? Ja, ihr Name ist Bambina. Sie hat einen Waffenladen auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Hörst du, Opa? Boso hat eine kleine Freundin. Die Knalltüte? Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Tja, es ist wirklich kaum vorstellbar. Er war immer so schüchtern. Als ich ihm damals von den Bienen und den Blumen erzählt habe, ist er wochenlang nicht ohne Imkerhut aus dem Haus gegangen. Aber so klein ist die Freundin doch gar nicht. Hat ja Bambina, die ist, die haben wir ein Chaos auf die Pony gesehen. So klein und fein und sanft ist die gar nicht. Wie war Boso als Kind? Da gibt's doch bestimmt irgendwelche peinlichen Geschichten. Eigentlich nicht. Er war ein außerordentlich braves Kind. Er hat nie etwas kaputt gemacht. Seine Fifi-Funkelfee-Puppen selbst weggeräumt. Und selbst beim Ritterspielen wollte er immer die Prinzessin sein. Lass uns lieber über was anderes reden. Gerne. Immerhin habe ich ja nicht jeden Tag so einen feschen jungen Mann zu Besuch. Zumindest nicht, seit der Briefträger das Fenster verstopft. Kennt man. Was? Ich dachte, Porta Fisco sei vom Organon besetzt. Das war es bis vor kurzem auch. Aber unter Leitung des neuen Generals hat der Widerstand die Stadt zurückerobert. Moment mal, ich höre immer General. Ach. Du kennst den neuen General noch gar nicht? Ich wusste nicht mal, dass wir Ränge haben. Ja, bitte nicht. Naja. Darf ich zum Essen bleiben? Aber natürlich, Rufus. Freunde von Boso sind hier immer willkommen. Besonders, wenn sie so knackig sind. Nur damit wir uns richtig verstehen. Ich esse mit und komme nicht als Fleischbeilage in den Salat, richtig? Wann gibt's denn Essen? Da musst du Opa fragen. Er hat versprochen zu kochen, wenn Boso mal Freunde ins Haus bringt. Du hast mir nicht zugehört. Ich habe gesagt, dass ich kochen werde, sobald Boso eine Freundin ins Haus bringt, weil das nie passieren wird. Aha. Wir reden später weiter. Nein, bitte nicht. Ich suche derweil schon mal Fotos von Bosos Ballettunterricht raus. Ich verzichte dankend. Nicht noch so ein Gespräch. Das weiß ich lang genug. Da bist du ja. Komm, genug an der Matratze gehorcht. Raus aus den Federn.
Sag mal, was ist denn mit dir los? Hau ab! Aber wir müssen doch ins Rebellenlager. Du musst mir helfen, die Welt zu retten. Oh, so. Oh, Backe. Ja, Bozo. Was haben wir denn da? Eine ärztliche Überweisung zur Therapie. Ui. Na, sieh mal einer an. Ich wusste ja immer, dass er Plemplem ist. Jetzt haben wir es schriftlich. Sie braucht Rufus sehr dringend. Ich wusste ja immer, dass er Plemplem ist. Jetzt haben wir es schriftlich. Bozo? Lass mich in Ruhe. Ach du meine Güte. Es sind nicht die Schüttelpocken, so viel steht fest. Aber was hat er dann? Die Schüttelpocken. Zum Wohnzimmer. Sparschwein. Lustige Idee. Ein Selbstporträt als Sparbüchse. Ja, ja, schon gut, alter Brummbär. Und das Sparschwein können wir ihm nicht geben. Teddy, Bozo. Tja. Dann gehen wir mal raus. Die haben wir eigentlich alles schon erledigt. War schlimm genug. Dann gehen wir mal hier hinunter. Was ist denn das? Hey. Ein Tor? Da versucht wohl jemand zu verhindern, dass ich die Rebellen kontaktiere. Aber da müssen die schon früher aufstehen. Verdammt, das gibt's doch gar nicht. Blöder Mist. Gleich nochmal. Ich komme wohl erstmal nicht weiter mit diesem Rufus. Mit dem kommen wir auch gerade nicht voran, oder? Tja. Die wird uns mit ihrem ständigen Geheule noch in Teufels Küche bringen. Ich muss sie irgendwie ruhig stellen. Tja. Ach du Schreck. Wo sind wir denn hier gelandet? Sieh mal einer an. Ich bin direkt am Fuße der oberen Aufstiegsstation gelandet. Dem Sitz der Organon-Hauptverwaltung. Und dem Ankerplatz des letzten Hochboots nach Elysium. Also ab jetzt sollte ich vorsichtig sein. Also noch vorsichtiger als sonst. Hier wimmelt es ja geradezu von Organonen. Sie ziehen sich offenbar aus der Stadt zurück. Was haben die nur vor? Vielleicht kann ich sie belauschen. Los, beeilt euch! Da sind immer noch Kisten, die mit nach Elysium sollen. Nein, nicht die dort. Die soll zur dritten Zwischenebene. Wie immer sehr angenehm. Der Sound von... Die Geräusche von den Organonen. Ich bin gar nicht sicher, wie die Mehrzahl davon ist. Oder wie überhaupt die Bezeichnung von einem Organon-Soldaten ist. Ein Organonaner oder wie jetzt? Solange er die Verladung überwacht, könnte es schwierig werden, mich in einer der Kisten zu verstecken. Ich müsste ihn irgendwie ablenken. Ab ins Rohr, würde ich sagen, oder? Knopf. Ach du Scheiße. Und zum Abschluss unseres heutigen Programms habe ich noch einen ganz besonderen Leckerbissen für euch. Ihr kennt ihn alle. Ihr liebt ihn alle. Und hier ist er nun mit seinem aktuellen Smash-Hit. Cowboy Dodo mit Schau mich an. Oh, Schreck. Eine solarbetriebene Leuchtreklame. Sehr fortschrittlich. Du weißt nicht, was du willst, wer du bist, wo du stehst, woher du kommst, wo du bleibst oder kurz wohin du gehst. Aus eigener Kraft, nie irgendwas geschafft. Völlig ehrenhaft schmorst du in deinem Saft. Es ist okay, du bist autark, wie Metall mit Eigenleitung. Du schaffst zwar nichts, doch wenn du schaffst, dann wär's eine Eigenleistung. Du holst dir nie ein Rat, liest nie eine Morgenzeitung. Hast von nichts eine Ahnung und hast doch eine eigene Meinung. Und das ist okay so. Dann holst du auf das Ego, was mich nervt, fragt man dich, na, wie geht's dir, sagst du, geht's. Warum kriegen alle Spacken, was gebacken und Mente? Warum bleibt die ganze Kacke an mir backen? Alter, wenn die dir nicht helfen lässt, dann bist du selber schuld daran. Willst du wissen, wie das geht, dann schau mich an. Wo ist das Problem, auch mal Hilfe anzunehmen? Lass doch mal den Profi ran und schau mich an. Alter, brauchst du eine Brille? Wächst die Grill auf der Pupille? Hast du was am Sehorgan? Mann, schau mich an. Ich bin der Cowboy-Dodo, Cowboy-Dodo, dip-dap-dobo, schau mich an. Ey,
Cowboy-Dodo-Spot auf den Cowboy dabei. Was sagt man dazu? Der Organon ist ein Cowboy-Dodo-Fan. Jetzt, da er abgelenkt ist, muss ich nur noch eine offene Kiste finden. Vorzugsweise eine, die nach Elysium mitgenommen wird. Und schon heißt es... Goodbye, Deponia! Schade, dass Goal nicht hier ist. Ich hätte ihr Schicksal nicht diesem blöden anderen Rufus überlassen. Auf zu labern, Rufus! Ja, wenn man nicht alles selber macht. Auf zu labern. Die anderen beiden kommen nicht so gut voran. Diese Sackheinis. Okay, Kiste. Laut Etikett geht die hier zur Kontrollebene. Also nicht nach Elysium. Ich muss wohl eine andere Kiste finden. Aber der Song rockt. Oh, schau mich an, schau mich an. So ein blöder Fatzke. Oh, was soll's. Solange dieses Gejaule den Wachmann ablenkt, soll's mir recht sein. Schau mich an. Alter, brauchst du eine Brille? Wächst die Grille auf der Pupille? Hast du was am Seeorgan? Mann, schau mich an. Ich bin der Cowboy-Dodo, Cowboy-Dodo, Dip-Dap-Dobo, schau mich an. Ey, Cowboy-Dodo, Spot auf den Cowboy, der Barber, der Bar, schau mich an. Der Cowboy-Dodo, ich bin der Dodo, der Cowboy-Dodo. Ich bin der Cowboy-Dodo, Barber, schau mich an, schau mich an.